Ein herzliches Willkommen zurück zu ARK. Wir sind gerade hier fleißig am Herstellen. Oder waren fleißig am Herstellen. Jetzt sind wir Wir durch sind und es immer ist noch. endlich mal Tag. Ja, was denn? Was machst du noch? Wir müssen Narkotifeile herstellen. Das musst du machen. Ich habe ja keine Narkopien. Die musst du ja mit deinem Iguanodon wenn dann holen. Ich mache gerade Crafting und ich crafte noch gerade ein paar. Ich kann ja dann nichts machen. Ich habe ja keinen Iguanodon. So. Ich werde wahrscheinlich Du kleines. kannst mein Patchy nehmen, kannst du. Wenn du. Ich glaube, wir speziell machen jetzt eher so. Du gehst mit deinem Petra Eisen besorgen. Okay, ich weiß ja ungefähr, wo ich auf der Map bin. Das heißt, ich suche einfach nach Eisen. Und dann bin ich. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo du Es war einfach Eisen bei gut fahren. Gebirgen, ne? Nee, es gibt einen bestimmten Punkt für den Petra. Das ist so in so einem Fluss, wo wir den Spino gehabt hatten. Da fliegst du weiter flussaufwärts. Und da ist so ein Felsen mitten in dem Wasser. Oh, Und da keine ist Eisen drauf. Da kannst du locker farmen. Da sind da keine Gegner oder so. Ahnung. Oh, ich bin Außer mir zu höchstens schwer. Mücken. Das wird schon mal das Grundproblem. Ich werde jetzt gucken, was ein Kanusattel braucht. Hast du schon ein paar Level-Ups übrig? Gut. Sattel. Robus Mega. Iguanodon, Raptor, Terrapod, Dann Petra, Hydra, schmeiße ich alles hier Greifvogel. vor die Haustür. So. Ach, der wird in der Swifty hergestellt, ja? Wobei, ich Braucht brauche er das sicher nicht. Eisen? Kano. Ja, er braucht Eisen. Eisen wird langsam. Und warte, warte, bevor du jetzt gießt, warte. Ja. Das nimmst du mit, warte. Ach, hast du schon eine Spitzhacke? Hast du eine Metallspitzhacke? Nein, ich habe doch gar nichts extra gemacht damit. Müsste dir eigentlich aufgefallen sein. Ich gebe dir jetzt, davon kannst du auch die Sachen aufheben, weil es sind Pfeile. Zum Teil. Ja, den Rest hätte ich eigentlich selber reinmachen können. Was gerade eben warst du voll im Weg. Den Rest mache ich schon rein. Dann hast du jetzt, glaube ich, so 200 Pfeile oder 300. Du hast schon dann Spitzhacke drin. Beim Terra. Ne, hier in Also. der Smithy ist eine. Der Workbank. Okay. Ich nehme nichts anderes mit, als halt wirklich nur. Wie sieht es rüstungstechnisch aus? Okay, das verbraucht nicht so viel. Dann kann ich es auch lassen. Also, gegen den Stein wiege ich natürlich so viel. Leck. Tschüss, Steine. Narkotipfeile. Ach, die kannst du auch dann mitnehmen, die Narkotipfeile. Die kannst du da reinlegen. Leg die in den Mörser, wo man immer die Sachen machen. So. Wird das speziell nur. Wir müssen noch sowas inbauen, dass man sagen kann, ich will jetzt nur Narkotibären farmen, aber das ist. Ach, das passt ja schon. Ich habe ja gesehen, wie viel man damit abbauen kann. So, das Ach, brauche ich. Stimberries, die brauchen wir natürlich. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Stimme und Nacko-Berries brauchen wir höchstens. Naja. Und Mincho-Berries brauchen wir hier und da. Und die Samen, Karottensamen und so, alles Ja, was das du weiß halt. ich. Ich lasse eigentlich normalerweise alles da drin. So ist ja nicht. Höchstens nur. Nee, der Azurbären brauche ich ja nicht. Ich habe ja Essen. Ich kann ja das da auch noch wegschmeißen. Muss ja gucken, dass ich so leicht wie nur möglich bin. Kann ich ein bisschen essen? So. Jetzt denkt sich hier, boah, das ist voll langweilig. Aber das ist arg, Bei mir Leute. Das ist nicht. arg. Ja, es ist aber arg. Ja, bei mir Da kann denken die man das jetzt. nicht, ja. Ich weiß. Ja, bei dir kennen die ja schon allesamt arg. Oh, hier ist eine Ruine. Ich krieg WP-Bonus. Juhu! Warte, ich komme mit. So, bin da. Hier. So, gut. Kann ich mal. Sollte irgendwo dort auf dem Weg sein. Bin natürlich wie immer zu schwer. Ah, so. Hopp. Ja,
Darauf habe ich auch Holz, nicht geachtet. Oh Mann, der Stein schmeißt nicht weg. Das Stein brauchen wir auch. Ja, da ist doch alles da. Nee, ich sag nur, dass... Nee, das Stein schmeiß ich weg, weil das hole ich mir lieber hier vor Ort. Ich kann viel mehr schleppen als dieses blöde Pterafie. Muss ich leider so sagen, weil es kann kaum was tragen. Im Vergleich. Muss ich leider so sagen, wie es ist. Die Ausdauer vom Vieh ist so... Ja, die Ausdauer haben die genervt. Dafür kann ich jetzt echt nichts. Nee, nee, ist ja kein Problem. Ach, das geht ja sogar noch. So ist nicht. Hier noch irgendwas, Alter. Meine FPS geht in der Keller wegen Kackregen. Eins, zwei, leck. Ich gehe immer in die verkehrte Dings hin. So. Das brauchen wir, das. Und der Rest immer nur alles wegschmeißen. Ich gehe jetzt einfach in der Richtung. Natürlich bin ich jetzt überlastet wie hier in einem Dorf. Weil dieses bekloppte Vieh. Falls es in den Farmen nicht wundert. Ganz gut. Mir geben. So, als Wohnung, direkt die Mitreberries. Das ist an dich ein bisschen zu schwer. So. Ne. Wollen wir wieder grasen? Ist das oder ist es das nicht? Es muss braun sein, ne? Das ist so mit, das siehst du sogar, dass es Silber drin hat. Das ist bräunlicher, ne? Das schwarze ist Obsidian. Oh, ich guck jetzt dann kurz. So grau-silber. Ich guck jetzt einfach. Ja, grau-silber, so braun. Ich verstehe, da brauchen wir was anderes. Sieht bei mir halt zumindest so aus. Wird's ja sehen. Nee, ist normales Stein, oder? Ist normales Stein gewesen. Gut, weg damit. Gut. Das da ist dann noch eine Möglichkeit. So. Leute, man kann allerdings die Schränke benennen. Genau. Da ist alles Mögliche drin, so. Leder. Ich tue immer noch derselbe Scheiß. Holz. Wo ist denn jetzt Stein? Schon wieder Stroh. Leder. Ja. Ich habe gar kein Leder, ich Idiot. Ich habe Holz im Hinter.
Zeus auf der langen Quest nach Eisen zu suchen, nach Metall. Weil ich diesmal suche ich alleine und ich weiß, wo es auch nach Hause geht. Das ist schon mal sehr viel besser als beim letzten Mal. Also Miro macht zumindest Fortschritte. Miro versteht auch die Ausdauer vom Terra. Oh je, das kann lange dauern, bis die mal... Was? Oh, bis das die ganzen Akuti-Berries weg sind. So, Narko-Berries. Und da stellen wir noch 20 her. So. Ich sag mir, ich reg hier was auf. Ich täme jetzt was am Haus. Okay. Wo ich es lieber umbringen will. Was ist denn am Haus? Ach, blöder Trike. Ach so, das ist ja nichts Besonderes. Normalfall kannst du ja mit einem Guanodon hingehen und... und ihm sein letztes Gebet auferlesen. So, Petra, wir machen jetzt was nur mit dir. Ah, oh, leck! Ja, wahrscheinlich, weil ich ja wieder im frischen Gebieten rum. Lux. Hier war doch irgendwo so ein Häusle, so eine Ruine. Wieder mit dem Petra hin, komm. Der braucht Level. Ja, hier. Ach, da kommt sie nicht denn nicht mal hoch. Voll ausgetrickst. Ich glaube, hier bin ich ein bisschen in den Redwoods. Gibt's überhaupt den Redwoods bisschen bei den Gebirgen? Habe ich nie geguckt. Ja, ich gucke jetzt gerade, weil ich sehe noch ein paar Gebirge. Ich werde jetzt ein bisschen rumfliegen, weil ich muss halt jetzt ein bisschen so auf selber halt meine Orientierung auf der Map haben. Weil ich mir vom letzten Mal nicht... Ich kann da nur sagen, dass die Redwoods irre gefährlich sind. Ich weiß, ich bin jetzt schon sehr vorsichtig gewesen. Das heißt, hier fliege ich auch verdammt langsam, damit ich nicht so viel Ausdauer verliere. Ich muss mich an Gebirge halten. Dann sollte eigentlich alles klappen. Am Gebirge ist eigentlich alles safe. Könnte sein. Ich weiß halt nicht mehr, wie es... Gibt's immer mal. Ich glaube, hier gibt's Metall. Sieht sehr danach aus, weil die sind sehr verschnörkelt, ne? Die Metallsteine. Ja, wenn du das Grafikdesign meinst davon, ja. Ja, genau, das Grafische davon. Dann habe ich hier, glaube ich, wirklich eine Metallader und da scheint niemand da zu sein. Also gibt's beim Redwoods... Ja, Miro Anfänger geht zum Redwoods. Ja, Metall. Wahrscheinlich kann ich gerade mal nur eine Metallladung abholen. Weil Metall ja eh scheiße schwer ist. Oh Gott, nicht mal einen. Wir brauchen halt einen Argentavis. Ich mache hier auf jeden Fall dann... Eine Kiste kann ich nicht machen. Ja, da muss ich ein bisschen was fallen lassen. Wie sieht's denn aus, Ptera? Wie sieht's denn aus, Ptera? Wie viel... Ich geh auch gleich mal... Metall besorgen. Ich weiß wenigstens, wo Metall ist. Für mich. Ich könnte es sogar hinbekommen, vieles davon mitzutragen. Wie schwer bin ich denn? Ich bin selber so viel schwer. Ein bisschen viel davon, aber gut. Sollte das, glaube ich, schon fast halber klappen, oder? Was hast denn du alles? Das ist wahrscheinlich zu viel Fleisch. Muss ich hier das rauswerfen? So. Du blödes Rindvieh. Oh Gott. Ja, vielleicht hättest du es so nicht nennen sollen, hallo? So 21 und ich brauche dann so 180 höchstens.
Okay. Mädchen, schwimm doch nicht im Wasser rum, du blödes Strike. Ich glaube, so würde schon 184. Nee, ich sollte schon weniger. Och Mann, ey, ich hasse das mit der Flucht. Das ist so scheiße. Oh, sterb da draußen, du blödes Vieh. So. Blödes Vieh. So. Gut. Ich sollte es in diesem Part hinbekommen, zurückzukommen. Ganz langsam, stetig. Ich muss jetzt nur ungefähr die Hälfte der Map durchfliegen. So. Komm, ich mache hier ein bisschen die Fast-Methode. Also ich muss immer aufpassen, wo ich landen kann. Du bist ja bei am Zuhause noch, ne? Ja, ich habe gerade was getamed. Bin gerade dabei, was zu tamen. Das ist gut, weil dann kann ich einfach in deine Richtung zum Teil fliegen. Muss ich nur nah am Boden bleiben und gucken, wo es ungefährlich ist. Ich bin ja noch in der Nähe der Redwoods. Muss noch durch einen Sumpf. Also, wenn man so die vergangene Staffel angeguckt hat, dann wird das sehr gefährlich für Mio. Heißt, Mio darf sich anstrengen, immer die guten Routen zu finden. Aber ich möchte auch so viel Eisen wie nur möglich. Das erinnert mich ja schon an LKW-Simulator hier. Nein, was mache ich denn? Ja. Ich wollte nur irgendwas gucken und dadurch habe ich mir einiges verdackelt. Mein Pterra sollte aber noch safe sein. Von wegen, ich komme heute nach Hause. Warum bin ich nicht in der Nähe von dem gespawnt, Igel? Du kommst gar nicht nach Hause. Er schlag mich doch tot. Was, soll ich totschlagen? Ja, damit ich da zurückkommen kann. Nochmal. Nochmal. Gib's mir härter. Danke. Nochmal. War noch nicht hart. Gar nicht schon mal Fleisch mitgenommen, ne? So, ich weiß ja ungefähr, wo das noch war. Hier, Kanu. Problem! Das wird auf jeden Fall. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf zu lecken. Gott, siehst du was, ey. Ich hab halt Wendessen nachgeguckt und dann bin ich abgesprungen aus Versehen. Ja, das war nicht schlau. Ja, ich weiß. Das hier rein brauche ich jetzt nicht. Vielleicht kriege ich ja trotzdem alles gesaved, so ist er nicht. Inventar. Ich bezweifle es nicht, aber egal. Wenn du es nicht bezweifelst, dann ist es doch gut. Dann glaubst du ja noch an mich. Ich bezweifle es, dass du es überhaupt jemals schaffst. Ja, dann sag's doch so, dann sag's doch gleich richtig. Oh, ihr habt Level-Ups. Ihr habt Level-Ups, meine Kleinen. So, steht der andere Penner da hinten? Ja, Tatsache. Komm her, du. Nutzloses Stück. So. Ich probiere es einfach knallhart. Ja, ich glaube, die beiden lasse ich erstmal. Muss eingestehen,
Ja, was habe ich denn jetzt gedrückt? Hm. Muss ich halt eingestehen, ich hab's aber verkackt. Naja, mein Ptera fliegt irgendwo drin noch da. Das heißt, wir können irgendwann meinen Pteramon abholen. Oder hat nicht mehr so viel Fleisch. So, dann schwimme ich mal schnell nach Hause. Alter, wie das aussieht, immer wenn ich schwimme. Weißt du, voll die gefährlichen Tiere drin. Och, Miro kümmert's nicht. Miro schwimmt eh so schnell, dass es gar keinen kümmert. Da kann auch so jemand so schnell hinterherkommen. Ich glaube, jetzt der schnellste Hai oder so würde gar nicht hinter mir herkommen. War das gerade irgendwas Gefährliches? Ich glaube, das war ein Piranha. War nicht sicher. War eh zu schnell. Oh, ich bin schon an unserem Haus vorbei. Nee, das ist bis gar nicht am Haus oder so. Boah, ich hasse diese genervte Scheiße. So. Ja, ist nicht gerade geil. Infinite Stats. Kannst mich jetzt am Arsch lecken, ey. So. Da ist das zu Hause. Ob ich jetzt Infinity Stats mache oder eine Mod drauf mache, damit sie nochmal die alten Einstellungen haben, das ist jetzt egal. So. Kannst du jeden paar Meter landen? Ja. So. Das heißt, ja, hier ist ein... das heißt, irgendwann haben wir eine Überraschung, wenn ein Ptera namens Pteramon der echte findet. Wo warst du? Warst du in den Redwoods? In Redwoods, dort so in Nähe der Gebirge. Der fliegt oben irgendwo rum. Und unten runter sollte irgendwo mein Rucksack sein. Der hat so um den Dreh... Denkst du, ich finde das? Ne, ich sag ja nur, wenn du da bist. Du ein T-Rex. Ich geh doch gar nicht mal dahin. Du willst ja unbedingt dahin. Ich geh Eisen besorgen, weil du es verkackt hast. Ich hab halt kurz mal was nachgucken wollen und dann bin ich halt runtergesprungen. Oh Mann! Ich hasse diese Lex, das ist so schlimm. Ja, und immer wenn du deine Lex bekommst, dann sind bei mir nicht mehr die FPS so, wie sie sein sollten. Das ist interessant, dass das immer bei mir dann so ist. So. Hast dich jetzt beruhigt? Gerade wenn man große Flüge macht, dann sollte das nicht sein. So, Verstellung. Die Redwood ist so groß, ey. Wo soll ich denn wissen, wo du krepiert bist? Bei Gebirge. Wo die Gebirge eingezeichnet sind. Oh, mit dem Lexler kriegt man Krieg. Ja, ich weiß nicht, warum du hinterher willst. Was ist mit dem? Der ist doch die Stelle sowieso. Okay. Weil da dort aber einfach die Gebirge eingekringelt sind. Da findest du auf jeden Fall alles. Warst du ganz oben auf der Spitze? Nee, ja, so um den Dreh. Hockt hier irgendwo ein scheiß Petter. Alter, jetzt hör doch mal auf, ey. Kack, blöder Mist. Kano. Immer wenn zwei Programme im Hintergrund laufen. Ich muss auf OBS Motor gehen. Hat's okay wert. So. Oh, hier läuft ein Alpha rum. Weißt du, wie das mich juckt? Einen Scheiß. Oh. Füße. Sind die Legs, die mich aufregen? Hm. T-Rex. Mal hätte ich mit dem Petra schon locker so viel fliegen können, wie ich jetzt in Infinity Stats hatte. Oh nein, sie müssten ja die nerven, damit man halt gar nichts mehr mit dem machen kann. Ah. Du bist so verreckt, Alter. Ich finde doch immer den Vogel. Ach, ich habe Infinity Stats. Warum habe ich dich nicht mitgeholt, Idiot? Das? Oh, keine Ahnung, wo du rumlungerst. Ah, das ist die Gegend. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß ja auch nie, was du machen willst. Ihr habt ja doch gerade eben was gesagt.
Ich wollte den Petra holen. Ja, den können wir irgendwann abholen. Wenn der bis dahin noch lebt. Müssen wir halt gucken. Ich kann dich auch tragen, wenn ich finde die Stats und da sagst du mir, wo du verreckt bist. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß das wieder nicht. Ja, überhaupt leckt doch eh alles. Du bist doch bei mir eh zu Hause. Ich bin nicht mal bei dir zu Hause. Ich weiß. Oh, Dings etwa, ich weiß das nicht. Ich sag doch bloß, dass es gerade leckt. Dann lohnt es sich doch gar nicht mal rauszufliegen. Das ist Todes. Das ist fast schon tot, was du da machst. Es leckt, das sind meine FPS. Wenn ich aufnehme, gehen meine FPS. Ja, ich sag ja, Keller. Das leckt dann. Ich hole nur OBS, dann leckt es halt in der Aufnahme ab und an. Aber das da ist ja eine reine Leckparty. So. Du kannst ja dann herkommen. Ich muss jetzt erstmal ein Hemd finden. Ja, wir sind ganz unten rechts. Auf der Map. Ich guck dich mal auf die Map. Was ist denn los im Tänzen? Willst du ein paar Level? Hier. Genau deswegen will ich nicht auf die scheiß Map gucken, weil ich das leck wie Sau. Ich wollte doch nur an die eine Stelle. Muss ich jetzt nach links oder muss ich jetzt nach rechts? Gerade deswegen, wenn man keine Orientierung hat, dass sie dann noch so wenig Ausdauer, da kannst du nicht auf beide Sachen konzentrieren. Ach ja, hier war unsere Base, Lili und ich. Jetzt leckt es nicht mehr so. Ich krieg eine Krise. Dann hänge ich runter. Ich glaube, ich habe FPS-Probleme. Ich wechsle auf jeden Fall auf das alte Aufnahmeprogramm wieder. Das ist wie bei Fraps. Wenn Fraps mal eine Zeit lang an ist, dann kann ich es in der Pfeife rufen. Wo bin ich denn hier? Ach, ich bin noch Kilometer weit weg. Ich bin richtig. Ich weiß, wo es die Bürger ist. Aber jetzt flieg ich direkt. So, und dann nehme ich dich mit. Da zeige ich dir, wo du sicher farmen kannst. Das ist immer weit. No. Ich muss jetzt erstmal gut aufgehen. So. Kann ich noch ein bisschen Fleisch machen? Soundeffekte, wenn der fliegt, hört sich irgendwie ekelhaft an. Hört sich an wie so ein alter Gummireifen. Okay. Hier, es ist doch schon ein bisschen weit, aber es ist besser, als wenn man sich durchgehend in Gefahr bringt. Und da fliegt man normalerweise ohne Kleid, ohne alles dahin, nur mit der Hacke. Ja. Die Hacke hast du auch noch verloren. Ja. Oh. Ich will dir vorstellen, ich wäre jetzt schon, glaube ich, über 20 Mal gelandet. Ja, so ungefähr sah es ja auch. Könnt ihr aber bei mir vorbeigucken? Sieht man ungefähr, wie es aussieht. Oder man sah es, wie es aussieht. Das ist keine Macht, das ist scheiße, ey. Früher hatte man wenigstens nur 10-mal oder 8-mal landen müssen, aber nicht durchgehend.
Er muss halt total anders fliegen. Man muss halt schön langsam und gediegen fliegen. Was anderes geht ja nicht. Da kommst du ja ewig nicht an. Nee, ist halt so. Aber eine andere Taktik gibt's halt nicht. Ja, warum komme ich nicht an die Lootstrahl? Okay. Genau, ich komme nicht dran. Auch geil. Das sind viele sowieso nicht damit zufrieden, dass das so ist. Kannst ja noch eine Sp- oder ich mach dir eine Spitzhacke. Bist du? Ja. Geht's. Ich komme auch gerade nach Hause. Ach, der hatte noch meine Sachen im Inventar. Ah, endlich bist du hier und wurdest auch aktualisiert. Deswegen war ich schwer wie Ken am Dorf. Hoppla. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.